Freunde. Mit dem ersten Orchester in Komposition hat sich Ihnen die slowakische Blaskapelle vorgestellt. Blaskapelle Drievanka! Und der Kapellmeister ist Jaro Mudri. Wir haben ein interessantes Konzert vorbereitet und wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und Sie Spaß haben. Drievanka, spiel! Yes.
Beethoven den Orchesterwalzer von Jan Mudry mit dem Namen Nachlevolci gespielt und das zweite Stück war eine slowakische Volkspolka, die der Tenor und Hornist Jan Mudry für Bretomanka auch arrangiert hat. Für diejenigen, die die Bretomanka heute zum ersten Mal hören, kann ich sagen, dass die Kapelle dieses Jahr ihren 158. Geburtstag feiert. Reiche Tradition und harte Arbeit brachten der Kapelle Erfolg im In- und Ausland. Der aktuelle Kapellmeister Jaro führt die Kapelle 30 Jahre. Und jetzt, Jaro und sein Bruder Jan werden gerade ein romantisches Lied mit dem Namen Setkani spielen. Drieta Manka.
danke sehr schön. Und jetzt als nächstes hören Sie eine Komposition mit dem Namen Brüderliche Polka, arrangiert von Jan Mudry Wida. Diese Polka wurde anlässlich des 50. Geburtstages des Kapellmeisters Jaro geschrieben, also Brüderliche Polka.
Thank you.
on ein Solostück, Lužický Ländler, Michael Borot und Juraj Michalik. Thank you.
und Michael Borow. Diese zwei Freunde sind auch Schwäger. Schwester von Juraj ist auch Frau von Michael. Sie ist auch Sängerin in anderen slowakischen Blaskapellen. Also, sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Schwäger. Wir gehen weiter. Jetzt stellen wir Ihnen unseren Trompetist Roman Niklas vor. Roman, steh auf bitte. Unsere Grünel. Roman schreibt und bietet schöne Lieder und ein von ihm geschriebenes Lied ist das Polka für Marcela. Dritte Manka. Roman Niklas und die Blaskapelle.
spielt nicht Deutsch, aber er möchte sagen, danke sehr schön. Wir spielen dort.
eingeladen. Jetzt spielen wir ein Orchestral-Solo-Galopp, das von Adam Hudet geschrieben wurde. Das Solo spielen Jan Mudry und Roman Thoman. Dritte Manga. Aber während der Pause nehmen wir einige unserer CDs.